Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu SimCity. Wir sind hier immer noch im Barbie-Wald und irgendwie haben wir immer noch das Stauproblem, so teilweise, so peu à peu. Hier hinten macht es gleich Peng, Puff, Knall, da ist die Fabrik im Arsch. Na los, komm, gib mir den Krach, gib mir den Knall, gib es mir, ich brauche es doch auch. So wunderschön grün, habe ich noch nie eine Flamme lodern sehen. Na komm schon. Gib mir den Urknall. Habe ich eigentlich die Feuerwehr angeschaltet? Ich weiß es gar nicht. Verlassenes Gebäude, Grundbrand. Es knallt nicht. Finde ich voll doof. Komm schon. Du willst es doch auch. Knall, Baby, knall, Baby, Baby, knall. Yes! And here we go! Das war da der Knall, der epischste Knall auf Earth, on Earth. So, jetzt kann man das abruppen, da baut sich gleich wieder was Neues. Da bin ich ganz guter Dinge und zuversichtlich. So, was ist das hier alles? Fragmentos? Am Popo? So, die können alle weg. Hier auch überall das... Ach, naja. So, also, was wollten wir machen? Wir wollten eigentlich einen Straßenverlauf machen. Zwiebeln habe ich. Man könnte ja... So, alter Mann, setzt sich wieder andersrum hin. Man könnte ja theoretisch erstmal diese eine Seite so aufpimpen, dass man sagt, okay, pass up. Wir machen hier drüben epischerweise... Also hier drüben erstmal so ein Gebiet, wo man quasi nur durch die Straßen fahren kann. Warte mal. Dazu machen wir erstmal Folgendes. Bums. Sehr gut. Kannst du auch weg. Und dann gucken wir mal hier. Wir machen einfach mal direkt hier sowas. Dann machen wir direkt da. Warte mal, hier wieder. Ne? Da so, Moment. So. Sieht nicht schön aus, ist aber extremst selten. So. Eine Kehrtwende. Keine Ampeln. Wohl bemerkt. Dann hier. Und sehr schön. Ist zwar jetzt, gut, optimal ist das von der Platzaufteilung nicht. Also da braucht er mir nichts erzählen, das weiß ich auch selber. Ich will es bloß irgendwie so schaffen, dass ich hier drüben nicht alles abreißen muss, großartig. Sieht ein bisschen katastrophal aus, wird auch bestimmt keinen Preis in architektonischer Meisterleistung gewinnen. Ist aber, glaube ich, zweckmäßig und eigentlich für mich ja nur eigentlich ein Test, möchte ich behaupten. Ist das für mich ein Test? Ja, das ist für mich ein Test. Weil ich wissen will, ob es so klappt, wie ich mir das denke. So. Okay, dann du hier. Sehr schön. Dann müssen sie zwar durch die ganze City düsen, aber das ist mir wurscht. Und wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich mache hier unten erstmal auch nochmal klar Schiff. Ich habe ja, ne? Löft ja alles. Ja, 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 ja. Komm hier. Haust da rein. Haust da rein. Haust da rein. Gut. Das hier unten auch. Und dann... Ich grübel gerade ein bisschen, wie wir den Straßenverlauf weitermachen.
das Dumme ist, und ich vermute, dass wir hier Polizei und Co. abreißen dürfen. Ich will ein bisschen... diesen Arm hier entlasten. Damit der Abtransport und Zutransport des Umschlagplatzes etc. besser funktioniert. Ach, hat sich immer noch keiner hinfallen laufen. Am Arsch, ey, so ein Drecks. Zeugs, Piss, Mist. Schissel! Ach, kacki, ey. Die Frage ist natürlich dann, wenn ich jetzt, also so läuft... Sieht total geil aus. Yeah. In so einer Stadt möchte ich wohnen, wo ich erstmal 5 Kilometer fahren muss, um ans Ziel zu kommen. Die Frage ist, wenn ich jetzt wirklich die ein oder andere Kreuzung mit reinbaue, sprich, wenn ich das jetzt hier mit anschließe, also jetzt hier wieder rum und da oder was weiß ich wie und dann hier rankomme, dann staut sich ja diese Straße hier aufgrund der Nebenstraßen, die du hier hast. Kann ich die abreißen hier? Nee, kann ich gleich beide Gebäude abruppeln. Ach, okay, 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 okay. Die Frage ist, wie gesagt, wenn ich jetzt, okay, die Straße lasse. Wenn ich jetzt hier so lang gehe, die unten einmal kreuzen lasse. Oder weiß ich nicht, hier quer durch das Wohngebiet laufen lasse. Einmal könnte man nicht wirklich abruppen. Und dann hier weiter hoch durch das Industriegebiet und dann hier hinten wieder oben ran. Quasi den Kreisverkehr auch nochmal, also den Halbkreis hier abruppen oder halb oval oder wie auch immer man es nennen möchte. Und dann geht das hier ran. Und dann ist das Problem, passiert das hier. Stauen die sich? Oder stauen die sich nicht? Ich weiß es nicht. Können wir theoretisch hier wieder rumziehen. Ich glaube, der Kreisverkehr war für den Arsch. Braucht kein Mann. Und keine Frau. Ich möchte da keinen diskriminieren hier. Nun gut, machen wir erstmal hier unser Schlängellinchen fertig. Wo ich eigentlich vorher festlegen müsste, wo ich das hinbaue. Hallo? Schon wieder alles dicht. Du kannst hier keine Wohngebäude hinpflanzen, ohne dass dann irgendwie die ganze Kacke verstopft von oben bis unten hin. Ist doch nicht wahr. Was wir auch machen könnten... Ach, das ist natürlich eine gute Idee. Was wir machen könnten, den Arm lassen und den aber hier hinten abcutten. Zack, dass der nicht irgendwie mit den, also die Straße nur lassen, dann vielleicht hier eine Straße einbauen, um eine Verbindung zu haben in Richtung hier, Umschlagsplatz. Aber dann ist zumindest diese Straße hier frei, weil dann würden sie alle hier hinten irgendwie lang fahren. Das ist natürlich eine gute Idee, pass mal auf. Wir machen mal hier langsames... Da komm, kannst Gameplay so vorlaufen lassen. Moment, Moment, Moment. Ich mach mal hier diesen. Nee. Hafen. Schulen. Ah, doof. Kostet wieder Schotter ohne Ende. Hat sich jetzt wieder der Sound aufgehangen oder was? Jo, der Sound ist wieder weg. Oh, ich... So, ja, Skulpturkarten am Arsch. Du kommst auch weg. Straßenbahnhaltestellen machst du weg. Läuft nur ein bisschen spärlich voran hier. Und, naja. Gut. Wasserturm kann auch weg. Dann werde ich nämlich das hier so weiter schlängeln lassen, sozusagen. Na komm. Das weg, das weg.
Straßenbahnhaltestelle. Jo. Die kann weg. Das Häuschen auch. Ihr könnt weg. Das ist ja ein normales Häuschen hier. Und das sind die Schulen. Okay. Dann werde ich mit der Straße am dümmsten bestimmt hier hinten. Genau, werde ich am Straßen. So mache ich das. So mache ich das. Ich werde hinten an einem Wasser vorbeilaufen, damit ich da direkt den. Huch. Damit ich da direkt den Hafen auch mit anschließen kann. Blinkt da denn? Ey, es ist so geil. Dieses Spiel ist einfach nur der Hit. So, okay, da so ungefähr. Jetzt machen wir ein paar Kurven hier. Halt, falsch angefangen. So, schwupp. Und schwupp. Jawohl. Nicht schön, aber absolut zweckmäßig. Huch. Gerade. Pass mal auf, wir sind mal toll. Wir machen das mal hier hinten. Ach nee, wir können es direkt. Doof. Wir machen es wirklich hier. Dann haben wir nicht unten, unterhalb von dieser Straße, die Möglichkeit, dass sich da noch andere Häuserchen, also große Häuserchen, entwickeln. So. Schwupp. Also Skyscrapers, meine ich. Huch. Was denn jetzt? Dumm? Fragezeichen? So. Zack. Frag mich nicht, warum. Das Spiel will mich einfach nur zur Weißglut treiben. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ich soll noch schneller graue Haare bekommen hier. Ja, warum nicht gleich so, du Trollo? So, okay. Dann hätten wir das ja schon mal. Puh. Theoretisch könnten wir die Straße an den durchziehen, aber nee. Ja, ihr seht schon, wohin es geht, ne? Sieht nicht schön aus, aber hier gibt es keine Ampeln, kein gar nichts. Und eventuell flutscht das dann alles bis auf den Knotenpunkt hier vorne, aber da kommen wir nicht drum rum. Ich glaube, der Gronkh hat in seiner Stadt mal eine Karte gespielt. Da ist diese Autobahn direkt durch die Stadt, also durch die Karte gelaufen. Da konntest du mehrere Stellen anknüpfen. Und hattest du nicht hier so ein komisches Auffahrdingens, wo hier alle sich auf eine Spur auf- und einfädeln müssen. Das war, glaube ich, strategisch, wenn du jetzt hier mit dem Stau und so kämpfst, ist das, glaube ich, günstiger. Naja, nur so eine Überlegung, aber ich will jetzt hier eine extra Karte anfangen. Vielleicht mal an einem späteren Zeitpunkt, wenn hier wirklich die Karte so dermaßen verbuggt ist, dass hier gar nichts mehr funktioniert. Dann fangen wir in einer neuen Region an und dann, keine Ahnung, wird alles besser. Alles. Restlos. So, fahren wir jetzt hier mitten durch oder fahren wir nicht mitten durch? Also Fakt ist, wir haben hier knapp 3 Mille, da sind wir mal großzügig und ruppen die ganze Schulscheiße hier ab. Nein, ich habe nicht Scheiße gesagt zur Schule. Schule ist toll. Bamsen. So, sehr schön. Alles weg hier. Der transportiert hier meine Prozessoren weiter. Wie ich das hier hinten mache, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich muss ich. Ich wiederhole mich heute, glaube ich, öfter. Ich muss bestimmt hier noch, ein bisschen einruppen. Irgendjemand schon mit dir fahren? Nein, noch nicht eine Person mit dir fahren. Ist klar. So, ich glaube, die müssen wir auch abruppen. Die werden wir einfach mal hier mit dran pflanzen, wa? Warum eigentlich nicht? Dann können wir hier nämlich alles erstmal abruppen, den ganzen Industriekomplex. Da können wir alles schon mal dezonieren. Was ich auch geil finde, fällt mir gerade auf und ein. Hier.
Huch. Timer abgelaufen. Sehr schön. Wo stand's denn? Hier? Genau. Lassen Sie mit diesem praktischen Shuttle-Schiff-Anlegeplatz Sims einfliegen, um den Bedarf der Stadt an Arbeitern abzudecken. Keine Sau fliegt mit dem Scheißding und die betteln hier alle restlos nach Arbeitern. Wo war es gerade zu sehen? Geschlossen. Grund nicht genug Arbeiter. Blablabla. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Aber es funktioniert nicht. Möglicherweise, und das ja, können wir ja mal später austesten. Wir können ja mal schnell dann rüber morgen flitzen, da einen Lufthanger hinsetzen, um hier ein paar Arbeiter einzufliegen. Vielleicht klappt es ja erst, wenn in einer anderen City natürlich auch ein Hangarplatz ist und dann können sich die beiden Cities hier quasi miteinander die Arbeiter austauschen. Nur so eine Idee, ne? Und da testen wir gleich direkt morgen aus. In dem Sinne, ich danke euch fürs Einschalten, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn es heißt Let's Play SimCity und wir bauen dann mehr Hangars. Hangarse, ne? Also, bis dahin, Tschüssi mit Küsschen, bis dann. Tschüss.